Ich habe das Glück, heute ist es auch nicht ganz so warm. Ja, auf meinem Alexanderplatz werde ich dann wahrscheinlich, also sagen wir es mal so, ich hatte schon immer mal vor, Bubble Tea zu trinken. Und ich habe gehört, da gibt es welchen. Also werde ich da mal vorbeischauen. Und das Gute ist, dass der dann sonntags auf hat, bis 0 Uhr. Wieso nicht, ne? Können wir also machen. Ja. Also wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch das Brandenburger Tor kommen. Wenn ich dann schon mal da bin, auch noch der Bundestag. Ich kann mir natürlich auch gerne mal reingehen. Und ja. Hier kann man ja auch noch mal ein bisschen von der Nähe sehen. So wie gestern. Nur, dass wir jetzt dahinter laufen. Nice, ne? Ja, Bubble Tea, willkommen. So, hier sind wir nun. Am berüchtigsten Alexanderplatz. Ich will jetzt nicht so viele Leute filmen, deswegen. Sehr windig und laut. Da ist er. Immer noch. Von überall zu sehen. Ich merke, ich befinde mich mitten auf S-Bahn-Schienen. Ja, auf Dings-Schienen. Sollte ich lieber nicht gehen. Und hier soll irgendwo der Bubble-Tea-Laden sein. Frage ist nur, wo? Ich melde mich. Gut. Ich stehe jetzt ungefähr davor. Ja, mal gucken. Ich bestelle mir jetzt mal einen und dann werden wir sehen. Okay, Leute, ich habe jetzt einen Bubble-Tea. Vom lieben Bubble-Bär. Könnt ihr gerne mal vorbeigehen, wenn ihr in Berlin seid. Ja, keine Ahnung, was ihr schmecken wird. Probiere ich einfach mal, ne? Natürlich auch mit schönem roten Strohhalm, ne? Nahm alle Ehre machen. Moment. Auspacken hier. Jetzt seht ihr gerade schön blau. Gut, die Frage ist einfach durch. Ich glaube schon, ne? Denke ich mal. Oder? Wie macht man das? Sticht man den durch? Ja, sticht man durch. Gut. Ah, come on. Ah, ich versuche, ein Bubble hier aufzukriegen. Und rein mit dir streuen. Dankeschön. Da bin ich drin, hey. Gut, dann probieren wir ihn mal. Der an sich schmeckt gut. Ich will aussehen, welchen Bubble Tea trinke. Also mal so eine Bubble zu bekommen. Die sind weich, lol. Ich hätte gedacht, die sind härter. Schmecken gut. Ja, Leute, habt ihr schon mal eine braune Traube gesehen? Die berüchtigte Weltuhr, glaube ich zumindest. Also eigentlich, warte mal, wir haben es jetzt ungefähr fast halb drei. Also eigentlich müssten wir doch in dieser Zeile sein. Sehe ich aber nicht. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Aber naja. Eine wunderschöne Uhr, Meisterwerk der Natur. Vor allem, wie sich das Ding da oben dreht. Aber eigentlich ist es, wow, muss man mal gesehen haben. Aber ich sagen muss, ein sehr schöner Platz. Da sind unsere Touren und es ist wieder sehr gut. Hier ist unser Polizei. Noch die Bubble Tea hier austrinken.
Ich will schon mal zur U-Bahn runtergehen, mal gucken, wie viel so ein Ticket kostet. Was mir aufgefallen ist, die haben hier sogar die Schilder umgeändert. Als hier, wie heißt es, für die, ihr wisst glaube ich, wen ich meine damit. Lass uns doch mal in den Fahrstuhl rufen. Zutritt nur in Maske. Okay. Und, ich mach. Setz mal meine Maske auf. Lass uns mal gucken, wie viel so ein Ticket kostet. Tür öffnen. Tür öffnen. Come on, danke schön. Wir wollen zur U5, die neue Linie. Zur neuen Linie U5. Fahren. Zieh dich weit runter. Hallöchen. Ich hätte wirklich als Zuständer eingestellt. Nein. Schaut mal, hier kommt schon eine U-Bahn. U-Bahn! Hallo, U-Bahn. Komm, das klassische Tute. Zurückbleiben. Also, wir haben hier ein paar Fahrscheine. Okay, mal gucken. Wenn wir zum Brandenburger Tor wollen, wäre das eine Kurzstrecke? Kurzstrecke Berlin? Würde 2 Euro kosten. Okay. Gut, wenn wir jetzt eine 24-Stunden-Karte nehmen. Was sind denn wir? Hier, wir haben ja BA. Oh, keine Ahnung. Airport Berlin. Mal gucken, 24 Stunden Karte. 8,80 Euro. Wäre ein guter Betrag. Gut zu wissen. Dann weiß ich dann schon mal für morgen Bescheid. U-Bahn! Der Aufzug brauchen wir zu lange. Ich fahre jetzt einfach Rolltreppe. So, erstmal noch eine extra FFP2-Maske gekauft, denn wie ich erfahren habe, muss man hier in der U-Bahn das noch tragen. Sprich, ich habe mich schon mal vorbereitet für morgen. Ja, heute halt leider nicht viel, ne? Ist aber auch Sonntag, was erwartet man da? Ja, dann mache ich mich mal auf den Rückweg. Eigentlich ganz schön hier. Ich finde jetzt noch irgendwas, wo ich unbedingt rein möchte oder irgendwas essen möchte. Sorry. Ja, aber sonst war es das erstmal. Diese Kräne erinnern mich irgendwie an diese Abrissdinger, warum auch immer. Merkwürdig. Naja, ich habe mich jetzt noch entschieden, bei Burger King da vorne noch einen Burger zu holen. So wie es gehört. Und damit wäre mein Tag für heute auch schon gelaufen. So, haben wir hier schon eine Burger King-Tüte. Ich habe mir dann einfach mal einen Bacon King. Ja, sieht man den? Hallo? Bacon King und eine Pommes gegönnt. Ah Gott, die ist heiß. Die ist sehr heiß. Jetzt haben Sachen nochmal an sich. Lecker. Gut, jetzt kommt aber, ja, wir sind ja nicht wegen den Pommes hier. Moment, hier muss man kurz mein Handy ablegen. Ja, come on. Sondern wegen dem Dude hier. Ja. Den würde ich jetzt essen. Und ja. Schaut euch das Meisterwerk an. Der Käse tropft schon so raus. Digga.
Lecker, lecker, lecker. Hätte nicht erwartet, dass er wirklich so gut schmeckt. Aber ist gut. Empfehle ich noch weiter. Boah, Leute, Alter. Also wenn ihr mal richtig satt werden wollt, dann ist den Bacon King. Alter. Ich frage mich, wie ich die Pommes auch essen soll. Puh. Ich bin da, nicht mich. Ja. Und dann würde ich sagen, endet Tag 2. Auch wenn es nicht mehr abends ist, aber egal. Morgen gehen wir dann vielleicht zum Brandenburger Tor, beziehungsweise fahren. Ja, die 8 Euro sind in Ordnung. Ja. Ich hoffe, euch gefällt der Vlog. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Hier müssen wir irgendwie noch die Pommes aufkriegen. Also bis dahin. Macht's gut. Und ciao.